Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos darf ich Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Online-Konferenz begrüßen. Der Kapitalmarktdialog hat das Ziel, in kompakt, also in rund 30 Minuten plus anschließender Fragerunde, die wichtigsten Hintergründe zu den internationalen Kapitalmärkten zu vermitteln und Ihnen vor allem auch eine Perspektive zu den Themen zu geben, die aus unserer Perspektive vielleicht momentan berücksichtigt werden sollten. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Technik steht hier zur Verfügung. Sofern es an der jeweiligen Stelle passt, gehe ich gerne direkt auf Ihre Frage ein. Ansonsten werden wir das dann klären, wenn es sich aufgrund der Folien im weiteren Verlauf ergibt. Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Konserve im Nachgang zu erhalten, sodass Sie sich auch nochmal in Ruhe die eine oder andere Stelle anschauen können oder, falls es Ihnen bei der einen oder anderen Folie zu viel Geschwätz von meiner Seite war, Sie das entsprechend hier überspulen können. Wir steigen auch direkt ein, damit alle heute pünktlich auch zum Champions League-Spiel zwischen Dortmund und Monaco auch zu Hause auf der Couch sind. Und als leichte Einführung schauen wir auf die Entwicklung verschiedener Vermögensklassen in den letzten 12 Monaten. Und was Sie hier sehen in der grünen Linie, das ist der breite Index für Aktien aus verschiedenen Schwellenländern dargestellt im US-Dollar. Also wir haben hier keine Währungseffekte berücksichtigt. Sie sehen es auf 12 Monate rund 20% Wertentwicklung, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Aber wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass ja das erste Quartal 2016 relativ uncharmant an den Kapitalmärkten war. Sie erinnern sich, wir hatten dann dort Abschläge von ja, im zweistelligen Bereich am Aktienmarkt durch die große Verunsicherung über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung in China. Aber die dortige Regierung hat das ja relativ gut kompensiert, indem man wiederum über Kredite hier entsprechend die Konjunktur nach oben gehievt hat. Die Frage ist natürlich nur, inwieweit auch diese kreditgetriebene Ökonomie nachhaltig ist oder ob vielleicht auch in China irgendwann mal der Moment kommt, an dem man diese Kreditexpansion doch sehr deutlich auch zum Vorschein treten sieht. Aber wie gesagt, das Zukunftsmusik. Momentan hat man es erstmal geschafft, hier die negativen Erwartungen wegzuwischen. Und das sehen Sie auch in der Entwicklung der sogenannten Risikoassets, also den Vermögenswerten, die eine Risikoprämie tragen, hier entsprechend positiv zu beeinflussen. In Rot sehen Sie Aktien Europa. Also auch da eine sehr schöne Wertentwicklung. In diesem dunkleren Blau hier sehen wir den MSCI World, also die globalen Aktien, die auch zu rund 60% in den USA beheimatet sind. Und Sie sehen es auch schon hier auf die kurzfristige Perspektive. Wir haben so ein bisschen Risk-Off. Wir haben eine steigende Verunsicherung, die ich gleich noch weiter thematisieren möchte. Das sehen Sie eben auch daran, dass eben wieder hier die Schwellenländer Aktien ein bisschen abgegeben haben. Wir sehen, dass natürlich hier auch die Rohstoffe, die können Sie hier unten entsprechend sehen, dass wir hier Abgaben hatten. Das führt zu den Schlagzeilen, die Sie aktuell lesen, dass der sogenannte Reflation Trade vielleicht auch schon sein Ende gefunden hat. Auch das sehen wir später noch bei den Inflationserwartungen vor allem. Und Sie sehen es hier im Endeffekt ja in diesem Orange. Wir haben eine schöne Entwicklung gesehen im Goldpreis. In den letzten 3,5 Monaten, das ist ja doch auch ein klassischer Vermögenswert, der dann gesucht ist, wenn die Verunsicherung der Investoren steigt. Das mit Sicherheit etwas, was aufgrund des geopolitischen Umfeldes momentan in vielen Fällen gegeben ist. Aber man hat auch gesehen, dass die Realzinsen sich etwas reduziert haben und fallende Realzinsen, die sind natürlich positiv für eine Vermögensklasse, die keine regelmäßigen Zinsen und Dividenden hier zahlt. Steigen wir also richtig ein. Die Unsicherheit ist zurück. Das ist etwas, was Sie aktuell auch in den letzten Stunden am Kapitalmarkt da sehr gut nachvollziehen können. Und ich habe Ihnen hier zunächst mal einen Blick auf die Terminmärkte mitgebracht. Sie wissen, man misst die erwartete Schwankungsbreite an den Terminmärkten, abgeleitet aus den Optionspreisen, die hier an den Terminmarktbörsen gezahlt werden. Und wir hatten eine sehr, sehr lange Zeit eine sehr niedrige Volatilität. Sie sehen das hier unten in dunkelblau jetzt auch mal dargestellt hier für den US-Leitindex. Also eine sehr, sehr niedrige Volatilität. Man hat sehr geringe Schwankungen gesehen. Zum Teil haben das die Marktteilnehmer damit begründet, dass man gesagt hat, die Bewegungen verschiedener Sektoren, die gleichen sich aus. Also der eine Sektor steigt, der andere Sektor fällt. Und das ist eben eine Konstellation, die dazu führt, dass auf der Indexebene, dass sich das neutralisiert. Eine andere Begründung ist die, dass Sie Marktteilnehmer haben, die hier entsprechend am
Terminmärkte sich so engagieren, dass man Verunsicherung verkauft, um Prämien zu realisieren und dass eben dieser Angebotsdruck dazu führt, dass wir eben ein niedriges Preisniveau gesehen haben. Aber was Sie jetzt vor allem eben auch sehen, ist, dass hier diese erwartete Volatilität dargestellt im VIX in dunkelblauer ja wieder entsprechend ansteigt und sich auch hier wiederum deutlicher dem Durchschnitt nähert, den Sie hier in diesem schicken ja, pink-rosa dargestellt sehen und auch ja für den DAX, auch das haben wir Ihnen dargestellt hier, die Vola dargestellt für den VDAX der New. Hier ist im Endeffekt dann auch nochmal der Durchschnitt und da sehen Sie schon auch, also wir haben einen Spike, also einen relativ starken Anstieg bei der Volatilität gesehen, aber was man auch momentan ganz klar sagen muss, das ist natürlich immer noch auf einem Level, was relativ normal ist auf der absoluten Basis. Lediglich die relative Veränderung, die erscheint momentan durchaus stark. Aber wir hatten ja auch vorher, wie Sie sehen, ein sehr, sehr nach unten gepresstes Level. Also, was man im Fazit daraus schließen kann, steigende Volatilität führt dazu, dass Absicherungen, die Sie bei günstigen Volatilitäten gekauft haben, die haben jetzt ein gutes Stück im Preis gewonnen, also haben ihre Funktion hier durchaus erfüllt. Eine steigende Volatilität führt auch dazu, dass strukturierte Produkte oder Anlagestrategien, die darauf basieren, diese sogenannte implizite, also aus Optionspreisen abgeleitete Volatilität zu verkaufen, dass diese attraktiver werden. Das sind zum Beispiel Discount-Strategien, das sind Bonus-Strategien, weil diese tendenziell dann attraktiver sind, wenn die Volatilität eben hoch ist, wenn die Verunsicherung der Marktteilnehmer nach oben geht. Es geht hier gar nicht darum, darüber zu philosophieren, ob dieser Anstieg darin begründet ist, dass man bei den wirtschaftlichen Daten skeptischer wird. Sie könnten es auch mit der geopolitischen Komponente rund um Syrien, respektive auch Nordkorea begründen, aber am Ende des Tages, Meinungen gibt es viele. Wir schauen uns die Daten an und da sehen Sie, zweifelsohne die eingepreisten Volatilitäten gehen hier dementsprechend aktuell nach oben. Auch das Thema Wahl in Frankreich wird uns ja laufend präsentiert über die verschiedenen Ergebnisse, respektive auch über die unterschiedlichen Umfragen. Und es geht ja immer darum, aktuell bei den Wahlen im Superwahljahr in der Eurozone, inwieweit Euro und Euroland oder Europäische Union skeptische Parteien hier gegebenenfalls an steigenden Einfluss gewinnen könnten. Momentan sieht das de facto so aus, dass wir die Situation haben, dass wir hier die Nulllinie haben und die obere Grafik zeigt Ihnen die Rendite von zweijährigen deutschen Staatsanleihen. Die finden Sie eben hier unten und die Rendite von zweijährigen französischen Papieren. Und wir sehen zum einen, beide rentieren deutlich unterhalb der Nulllinie. Das heißt, wenn Sie diese Papiere kaufen, dann müssen Sie dafür bezahlen in Form einer negativen Rendite. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass zunehmend Anleger sich über die Einlagensicherung Gedanken machen, gerade als großes Unternehmen, die 100 oder mehr Millionen am Kapitalmarkt investieren müssen, respektive dies bei Banken parken, kann es durchaus eine Überlegung sein, eben 0,7, 0,8% für eine deutsche Bundesanleihe zu zahlen und damit die Sicherheit zu haben, das Kapital zurückzubekommen, anstatt eben 0,4% von der eigenen Bank als negative Verwahrgebühr hier in Rechnung gestellt zu bekommen und sich dann auf den Einlagensicherungsfonds zu verlassen, der doch auch strukturellen Änderungen unterliegt. Zumindest auch für die professionellen Anleger, respektive auch für die betrieblichen Anleger in den folgenden Jahren. Also sehen hier unten diese Differenz in grün abgetragen, die eben darstellt zwischen den zweijährigen deutschen und den zweijährigen französischen Papieren. Und ja, die Anleger sind ein bisschen skeptisch. Sollte bei der Wahl eben eine große Überraschung kommen, dann weiß man nicht, wie es in Frankreich weitergeht, dann weiß man nicht, inwieweit Schulden pünktlich oder gänzlich bedient werden würden. Und diese Verunsicherung, die eine kleine Eintrittswahrscheinlichkeit aktuell zeigt, hätte natürlich eine große Auswirkung. Dementsprechend sehen Sie hier diesen Anstieg der Differenz zwischen den deutschen und den französischen Papieren. Also auch das kein Geheimnis, das ist im Kapitalmarkt durchaus eingepreist und da sollte man momentan sich nicht zu sehr verrückt machen lassen. Grundsätzlich sehen wir in dieser aktuellen Phase einer steigenden Verunsicherung, die sich vielleicht als Sturm im Wasserglas erweisen könnte, die aber auch durchaus im Nachgang
gute Argumente haben könnte, weil wir sehen vielleicht steigende Zinsen in den USA, die vielleicht doch etwas zu spät sind, weil die Wirtschaft sich etwas abschwächt. Wir haben die geopolitischen Komponente mit der möglichen Spannung zwischen Ost und West. Also es gibt doch einige Aspekte, die man hier sieht, die natürlich noch die politischen Themen in der Eurozone ergänzen. Und Sie sehen es hier sehr schön dargestellt, mal exemplarisch. Drei Vermögenswerte, die man als sichere Häfen bezeichnen würde. Zum einen hier in diesem Dunkelblau, das ist eben die Entwicklung der Nestlé-Aktie. Sie wissen, Nestlé ist ein Nahrungsmittelkonzern mit einem relativ defensiven Geschäftsmodell, also defensiv gesehen im Sinne der Abhängigkeit vom aktuellen Konjunkturzyklus. Sie sehen, da hat sich die Aktie nach dem Rückgang im letzten Quartal 2016 wieder sehr, sehr stark entwickelt. Also die sicheren Häfen auch im Aktienmarkt waren wieder etwas stärker gesucht. Den Goldpreis auch hier in Dunkelblau nochmal dargestellt. Auch da sehen Sie den jüngsten Anstieg. Und die US-Staatsanleihe hier unten im 10-jährigen Bereich, die Kursentwicklung, auch da sehen Sie in der jüngeren Vergangenheit einen kleineren Anstieg. Natürlich mit einer geringeren Amplitude als der Goldpreis oder auch eben hier symptomatisch die Nestlé-Aktie, aber Anleihen haben tendenziell natürlich auch insgesamt eine bedeutend geringere Schwankungsbreite. Das sollte man sich immer mal in den Hinterkopf rufen. Also wie gesagt, sichere Häfen aktuell mit Rückenwind. Das heißt, Sie werden sehen, dass da Anlagestrategien, die strukturell eben in sichere Anleihen investieren, die vielleicht auch strukturell und langfristig eine gewisse Quote Gold halten, oder die auch hier entsprechend Absicherungen gekauft haben, als die eingepreisten Volatilitäten niedrig waren, die werden in den nächsten Tagen dann sich deutlich stabiler gehalten haben als eben der Gesamtmarkt. Das Fazit zur steigenden Verunsicherung, das sieht so aus. Grundsätzliche Risikomanagement ist ein laufender Prozess und der beginnt bei der Depotkonstruktion. Also wir stellen oft fest, dass Anleger dann mit Risikomanagement sich auseinandersetzen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das führt dann meistens dazu, dass sie nach gefallenen Kursen prozyklisch verkaufen. Und wer prozyklisch verkauft, der verpasst eben die typischerweise anschließende Erholung. Und dementsprechend ein zu starkes Timing kann ja natürlich sehr stark auf die langfristige Rendite drücken. Auch die geopolitischen Risiken, die wir aktuell sehen, die sollten wir bitte nicht als neues und spektakuläres Thema sehen, sondern wenn Sie sich die langfristigen Kapitalmärkte betrachten, wir hatten immer das Risiko großer Spannungen. Wir hatten dieses Thema Kalter Krieg, wir hatten die Kuba-Krise, wir hatten eine Vielzahl an geopolitischen und sonstigen politischen Themen und ja, diese Verunsicherung, die ist einfach Teil der Risikoprämie, die höher rentierliche Vermögenswerte wie zum Beispiel Aktien, aber auch Rohstoffe oder Hochzinsanleihen und Wandelanleihen eben tragen. Also die sind jetzt nicht der Grund, aus diesen Vermögenswerten auszusteigen, sondern diese Risiken sind einfach ein Teil dieser langfristigen Wertentwicklung und die zu timen ist sehr, sehr schwierig, weil wenn Sie jetzt aussteigen, weil Sie sich Gedanken machen wegen Syrien und wegen Nordkorea und das löst sich alles in Wohlgefallen auf, dann haben Sie hier natürlich das Risiko, dass Ihnen zwischendurch die dann positive Wertentwicklung fehlt. Diversifikation ist immer und nicht aufgrund von aktuellen Schlagzeilen angebracht. Also das Thema Risikostreuung, natürlich ein Thema, was aktuell sehr, sehr schwer ist. Wir haben einen sehr großen Anlagenotstand, der nicht nur die börsennotierten Segmente trifft, sondern da geht es auch um Unternehmensbeteiligung, da geht es um Private Equity, da geht es um die vermietete Immobilie als Kapitalanlage. Also wir sehen überall diesen Anlagenotstand, der natürlich zu steigenden Vermögenspreisen hier führt. Aber auch muss man hier an der Stelle sagen, Risikostreuung und Diversifikation ist heute auch in vielen Fällen für private Anleger auch etwas leichter und effizienter geworden, einfach weil das Produktspektrum heute auch deutlich breiter geworden ist und dementsprechend, es gibt eigentlich keine Ausrede, warum das eigene Portfolio keinen sinnvollen Grad an Risikostreuung aufweist. Die Kernfrage, die man sich stellen muss, ist grundsätzlich, möchten Sie die Risikostreuung auf Ihrer Ebene vornehmen, also auf der Anlegerebene oder auf der Investmentebene, also auf, dass Sie das eben delegieren an einen Investmentfonds, der das zum Beispiel vornimmt. Und aus unserer Perspektive, zumindest ab einem gewissen Vermögen, ist es immer effizienter, das auf der Anlegerebene zu tun, weil man das dann einfach auf die komplette Vermögensstruktur abstellen kann, weil Sie die eigene finanzielle Risikobereitschaft deutlich besser reflektieren können, weil manche Anleger haben Probleme bei einer Schwankung von 10%, andere haben Probleme bei einer Schwankung von, sagen wir, 20%. Und
wenn Sie da Absicherungen tätigen, die für alle gleich gelten, dann werden Sie nie beiden Parteien gerecht werden. Also ich bin ein großer Freund davon, es auf der Anlegerebene und nicht auf der Investmentebene zu tun, weil es dann natürlich viel effizienter und am Ende des Tages auch günstiger dargestellt werden kann. Und auch bei diesem Thema steigende Verunsicherung, auch sichere Vermögenswerte, die können zu teuer sein. Also man kann auch mögliche Sicherheit in diesen sicheren und soliden Häfen zu teuer bezahlen. Und das führt dann tendenziell natürlich auch zu sehr niedrigen Ertragserwartungen, respektive vielleicht auch einfach zu Preisen, die man bezahlt, dass die zu teuer sind, die dann am Ende des Tages auch zu Verlusten führen. Also auch die relativen Preise der sicheren Häfen, die muss man sich anschauen. Wenn wir uns die Konjunktur betrachten, dann könnten wir sie jetzt mit Hunderten von Folien totwerfen, aber ich glaube, der Vorteil ist nicht wirklich groß. Deswegen möchte ich Ihnen hier mal zeigen, den Abgleich zwischen den erwarteten volkswirtschaftlichen Daten und dann den real eingetroffenen Daten. Das sehen Sie hier für verschiedene Regionen, also für die Eurozone, die USA, den Schwellenländern und auch China. Sie sehen das oben eben im Verlauf in der Linie dargestellt. Unten sehen Sie das nochmal auf Monatsbasis, damit Sie das ein bisschen besser greifen können. Und was wir insgesamt sehen ist, abgesehen von China, haben die Daten, die wirklich reingekommen sind, die Überraschungen die tatsächlichen Daten haben die ursprünglichen Daten positiv übertroffen. Das sehen Sie daran, dass wir hier einen Abstand dieser Linien zur Nulllinie haben. Aber Sie sehen hier trotzdem auch einen nach unten gerichteten Trend. Also die Bäume wachsen hier nicht in den Himmel. Und wenn Sie vor allem auch die kurzfristigere Perspektive nehmen, jetzt hier mal für den April dargestellt, dann sehen Sie schon, okay, die Balken tendenziell eben hier nach unten gerichtet, am stärksten aktuell eben für die Schwellenländer und eben auch für die Eurozone. Also wie gesagt, das ist ein Thema. Ja, wir haben das Risiko einer möglichen Abkühlung, aber daraus jetzt ein Drama zu machen, das halte ich für verfrüht. Was hierzu gut ins Bild passt, das ist ein Indikator, der versucht relativ zeitnah die Entwicklung der Wirtschaft in den USA zu messen. Der wird berechnet von der Atlanta Fed, der sogenannte GDP Now Index. Und das sehen Sie hier in grün dargestellt für das erste Quartal 2017. Und da sehen Sie schon, wenn Sie sich auch die Skala anschauen am linken Bildrand, da sehen Sie, okay, man ist relativ positiv gestartet, was die Erwartungshaltung betrifft. Dann ging es nach unten, lief dann entsprechend seitwärts und jetzt ist das relativ stark hier implodiert. Also Sie sehen es, man erwartet einen Wert, der sich doch dann von der ursprünglichen Erwartung sehr, sehr weit nach unten entwickelt hat. Und das scheint auch die eine oder andere weitere Zeitreihe zu bestätigen. Und aus der Anlageperspektive heißt das vor allem auch, dass Sie nicht auf Basis von jeder volkswirtschaftlichen Zeitreihe oder von jedem Datenpunkt oder einer Schlagzeile hier sofort Anlageentscheidungen treffen sollten, weil dann haben Sie immer das Risiko, dass Sie hier auch das Ganze überzeichnen. Was mit Sicherheit ein Indikator für den Konjunkturzyklus ist, dass das Kreditwachstum, besonders natürlich in Volkswirtschaften, die sehr, sehr stark vom Kreditimpulsen auch geprägt werden. Und da sehen Sie das mal dargestellt für die verschiedenen Segmente, eben die Bankkredite in der Jahresveränderung in den USA, eben mal im kommerziellen Bereich, für den Immobiliensektor und auch den Konsumentenbereich. Und da sehen Sie schon, die Jahresveränderung ist immer noch positiv. Also wir sind hier über der Nulllinie, aber Sie sehen doch, wir haben hier eine Tendenz, die nach unten geht. Und man könnte rein interpretieren, dass das ein Indikator dafür ist, dass wir im Konjunkturzyklus doch in eine Phase übergehen, wo sich die Konjunktur abschwächt, wo wir tendenziell schwächere Wachstumsraten haben. Also das würde auch das bestätigen, was wir hier eben bei dem Indikator der US-Notenbank-Ablegers, eben hier der Atlanta Fed, gesehen haben. Also, wie gesagt, das soweit zur Konjunktur. Ganz klar, wir haben ein Täuschungspotenzial, was vorhanden ist, vor allem natürlich eher in den USA. Das hängt mit den Erwartungen natürlich an die Agenda von Donald Trump zusammen. Die Eurozone wird momentan ein bisschen übersehen, hat doch in einigen Segmenten durchaus positiv überrascht und wie im letzten Kapitalmarktdialog auch besprochen, gehen wir davon aus, dass zumindest in diesem Trend, den wir gesehen haben, dass die Eurozone wirtschaftlich das Schlimmste erstmal hinter sich hat, sofern es jetzt nicht zu einem großen politischen Event kommt, zum Beispiel bei der Wahl in Frankreich oder nochmal in Italien, respektive eben natürlich auch hier bei der Wahl im Herbst hier in Deutschland. Also
Wie gesagt, der USA, negatives Überraschungspotenzial vielleicht eher größer, Eurozone eher positiv. Grundsätzlich, ich glaube, das ist das wesentliche Fazit auch für Sie als Anleger. Die Daten, die Sie momentan sehen und hören, die können Sie häufig in verschiedene Richtungen interpretieren. Aber aus unserer Perspektive haben wir momentan kein Daten Bild, was weder eine Wette auf einen sehr spektakulären Boom zulässt, noch eine Wette auf eine globale Rezession, sondern wir sind so ein bisschen im Niemandsland und das ist auch durchaus auch normal. Ich weiß, viele haben erst angefangen, sich mit Kapitalmärkten zu beschäftigen, im Rahmen der Finanzkrise und da gab es ja dann noch häufig spektakuläre Daten eben im Sinne von sehr, sehr schlechten Daten oder sehr, sehr positiven Daten. Momentan muss man ganz klar sagen, wir sehen hier keine spektakulären Rückschlüsse auf die aktuelle Anlagestrategie. Dafür sind die Daten einfach nicht einheitlich genug. Und da muss man sagen, wenn man den Aspekt aufgreift, den man vorhin hatte, eine diversifizierte globale Anlagestrategie, dann ist da auch kein Grund, jetzt zu sehr einzugreifen. Aber Sie haben es gesehen, die Bäume wachsen auch nicht in den Himmel. Eine Frage, die häufig diskutiert wird, ist die, ob man Aktien kaufen soll, häufig verbunden mit dem Wort jetzt. Also soll ich jetzt Aktien kaufen? Und ich habe Ihnen hier mal eine Perspektive mitgebracht. Zu einem gibt es den Aktienmarkt überhaupt nicht. Sie können den Aktienmarkt einteilen nach Ländern. Das ist das, was Sie hier momentan sehen auf Basis der MSCI Länderindizes. Sie können den Aktienmarkt einteilen nach Branchen und Sektoren. Sie könnten den Aktienmarkt aber auch einteilen nach Bewertungskennzahlen wie Value oder Growth oder auch nach der Marktkapitalisierung, also Large, Großunternehmen versus Small, also kleiner kapitalisierte Unternehmen. Und ich habe Ihnen jetzt einfach mal die Bewertung auf Basis des IBES Gewinnschätzungen mitgebracht, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und was Sie hier sehen, sind Daten für 20 Jahre. Also der rote Punkt, das ist der Hochpunkt, was die Bewertung anbetrifft, also nicht den Indexstand, sondern die Bewertung, weil das sagt ja viel, viel mehr aus als am Ende des Tages der Punktestand. Grün war das 20-Jahres-Tief, also da war es sehr günstig und dieser gelbe Punkt mit dem schwarzen Inhalt, der zeigt Ihnen letztendlich den Durchschnitt über diese 20 Jahre und der blaue Balken, das ist nichts anderes als das aktuelle Niveau. Was wir zum einen sehen, ist, dass wir vom aktuellen Niveau, wie gesagt, hier in Blau dargestellt, haben wir in vielen Fällen doch eine ordentliche Differenz zu den 20-Jahres-Höchstständen, was die Bewertung betrifft. Das sollte uns nicht überraschen, wenn Sie sich zurückerinnern, vor rund 20 Jahren, ja, das Thema Internetblase, Hype am neuen Markt und ähnliches, das hat die Bewertung ja stark nach oben gedrückt. Wir sind eben auch ordentlich weg von diesen grünen Punkten, weil klar, nach der Finanz- und Hypothekenkrise seit dem März 2009 haben wir einen sehr, sehr starken Anstieg der Aktienmärkte hier entsprechend gesehen, zumindest in sehr, sehr vielen Märkten. Und dementsprechend, wenn man sich das anschaut, muss man ganz klar festhalten, es gibt momentan keinen Grund, die Aktienquote extrem stark nach oben zu nehmen oder sie auch im Kontext dieser Wette auf eine Rezession extrem stark nach unten zu senken. Also ein bisschen Absicherung kann Sinn machen, wenn man das intelligent tut, aber sich zu einseitig zu positionieren ist doch eher riskant. Auch der Blick auf die Risikoprämien ist ja ein wichtiges Thema, weil die Frage ist ja immer, wenn ich mich am Aktienmarkt investiere, was gebe ich auf? Und was man sich hier anschaut, ist eben die Gewinnrendite. Das ist etwas technisch gesprochen das umgekehrte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und das sehen Sie mal für den globalen Aktienmarkt hier oben dargestellt in Relation zur realen Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen. Und dann hier unten errechnet sich eben diese Risikoprämie aus der Gewinnrendite minus der realen Rendite dieser Anleihen. Und da sehen Sie momentan einen Wert, der ganz klar sagt, okay, die Risikoprämie ist nicht spektakulär hoch, sie ist nicht spektakulär niedrig. Dementsprechend auch aus dieser Perspektive eines Umfeldes, wo wir sehr, sehr niedrige reale Zinsen haben, kommen wir zu dem Schluss, dass natürlich Aktien hier strategisch in die Vermögensstruktur hineingehören und dass momentan auch hier aus dieser Bewertungsthematik keinen Hintergrund gibt, jetzt dramatisch die Aktienquote hier nach oben oder nach unten zu setzen. Also dementsprechend, der globale Aktienmarkt ist sehr, sehr heterogen. Eine Binsenweisheit, die manchmal ein bisschen verloren geht, ist die, dass teure Märkte langfristig geringere Renditeerwartungen haben als günstige. Aber auch das kann man entsprechend über Anlagestrategie abbilden. Also man kann gezielt in günstige Segmente des Aktienmarktes investieren und aus der Kombination aus solchen Bausteinen mit den typischen
Indizes kommen Sie typischerweise auf eine Portfoliostruktur, die eben etwas robuster ist als nur die einseitige Betrachtung der Indizes. Aber auch die Risikoprämie, die Sie hier gesehen haben, die ist kein Timing-Indikator, die zeigt Ihnen lediglich an, ob für die strategische Ausrichtung neue Erkenntnisse zu leisten sind. Ähnliches gilt auch für für das Schiller-KGV. Dort nimmt man die realen inflationsbereinigten Gewinne der Unternehmen der letzten 10 Jahre, setzt diese ins Verhältnis zum aktuellen Preis pro Aktie. Und dieser Indikator sagt Ihnen momentan, ja, die Erträge für die USA für die nächsten 10 Jahre, die werden niedriger sein als im historischen Durchschnitt, weil momentan ist die Bewertung höher. Im Vergleich zu Europa sehen wir, dass Europa im Vergleich zu den USA deutlich günstiger bewertet ist. Auch das letztendlich keine Überraschung, da die US-Titel deutlich stärker angestiegen sind und natürlich auch das politische Risiko in den USA momentan deutlich geringer ist und dementsprechend tragen die US-Märkte hier eine geringere Risikoprämie und weil sie eine geringere Risikoprämie tragen, sind sie teuer. Die Fragen nach der richtigen Aktienquote, die lässt sich nie pauschal beantworten, sondern die hängt ab von ihrer finanziellen Risikobereitschaft. Für den einen mögen das 40% sein, für den anderen mögen das 70% sein. Das kann man eben messen auf Basis eines Fragebogens, der die finanzielle Risikobereitschaft auf wissenschaftlicher Basis ermittelt. Das ist doch deutlich zielführender als das Bauchgefühl. Und da haben Sie wieder im Nachgang zum Webinar die Möglichkeit, dass über unseren Feedbackbogen hier entsprechend anzufordern, dann bekommen Sie diese Zugangsdaten entsprechend hier per E-Mail zugesendet. Aber was ich nochmal vertiefen möchte, oder was heißt vertiefen, betonen möchte, ein handwerklich sauberes Portfolio ist global über Märkte, Sektoren und Stile gestreut. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. Niemand kann Ihnen vorhersagen, wo der deutsche Aktienmarkt in einer Woche steht oder ob auf Sicht von 2 Monaten sich Eurozonenaktien besser entwickeln als US-Aktien. Aber was man handwerklich tun kann, ist wirklich dieses Thema Diversifikation und eben darauf zu achten, dass das Gewicht der verschiedenen Länder, Regionen, Sektoren und auch der Bewertungsansätze wirklich dem entspricht, was sinnvoll ist und nicht, dass hier entsprechend ein Klumpenrisiko entsteht, was man doch häufig sieht, wenn eben die Portfolios zu einseitig ausgerichtet sind. Schauen wir mal kurz auf die Anleihen. Renditen sind dort weiter Fehlanzeige. Also hier mal die Renditen für Staatsanleihen verschiedener Länder in Blau. Das sind die Renditen für eine 10-jährige Laufzeit. In diesem Orange die Renditen für eine 5-jährige Laufzeit. Und Sie sehen schon, wenn Sie eben Märkte betrachten, die man typischerweise als defensiver bezeichnen würde. Wir haben es hier gesehen, Deutschland. Für die 5-jährige zahlen Sie 0,55. Für die 10-jährige, nee, sorry. Ja, hier ist Deutschland. Also für Deutschland 0,57, fast so wie bei den Niederlanden. Für die 10-Jährige kriegen Sie 0,22. Für die Schweiz, da sind wir in beiden Laufzeitbändern im Minus. Und erst wenn Sie bereit sind, gewisse Risiken einzugehen, dann kommen Sie so langsam ins Plus. Sie sehen es hier. Für die Franzosen kriegen Sie für 5 Jahre 0,01%. Für die 10-Jährigen sind wir unter 1% und Sie müssen dann schon in die Peripherie gehen, also nach Spanien, Italien oder auch Portugal, um mit Euro-Staatsanleihen hier noch eine Rendite zu verdienen. Und ob das dann sinnvoll ist, das wage ich zu bezweifeln, weil am Ende des Tages, wenn Sie diese Renditedifferenzen mal in Euros umrechnen, also sprich, wir hätten jetzt eine Renditedifferenz, ich nehme jetzt hier mal, nehmen wir von mir aus mal Frankreich mit 0,94 und wir setzen in Relation zu Italien, dann haben wir eine Differenz von ja, roundabout 1,3%. Auf diese 1,3% Differenz zahlen Sie als privater Anleger 25% Abgeltungssteuer. Dann bleibt Ihnen ein bisschen was unter 1% übrig. Das heißt, pro 100.000 Euro Anlage reden wir über eine Renditedifferenz von 1.000 Euro pro Jahr. Und ich denke, wenn man das mal in Euros umrechnet, dann bekommt man ein besseres Gefühl für die Rendite-Risiko-Relation. Und von daher, wir sind da momentan eher sehr skeptisch, was diese Risikoprämien betrifft. Der Anleihemarkt in Europa, also sprich in der Eurozone und den angrenzenden Ländern wie eben den sicheren Hafen Schweiz, der ist natürlich momentan der verzerrteste Anleihemarkt auf der Welt, aber leider Gottes ist es ja unsere Heimatwährung. Ein wesentlicher Einflussfaktor, das ging ein bisschen verloren natürlich für die Entwicklung der Vermögenspreise, das sind natürlich die Realzinsen, also sprich die Renditen von Staatsanleihen. Ich habe es jetzt mal hier auf die 10-jährigen Anleihen bezogen, habe jeweils die offizielle Konsumentenpreisinflation in Abzug gebracht und da sehen Sie schon, hier ist die Nulllinie und wir sind da überall deutlich unterhalb der Nulllinie. Das Problem ist in den USA noch am kleinsten, aber schauen Sie sich Großbritannien an, in dunkelgrün, schauen Sie sich Deutschland an, hier in diesem hellblau. Also
Wir haben ja natürlich dieses Thema finanzielle Repression, was natürlich weiterhin auf den Anleger drückt und was zu Ausweichreaktionen in andere Segmente führt. Stichwort natürlich auch zum Beispiel die vermietete Immobilie bei privaten wie professionellen Anlegern, aber auch natürlich das Thema direkte Unternehmensbeteiligung, Crowdfunding, Peer-to-Peer-Lending. Also da kommt momentan natürlich sehr viel auf den Markt, teilweise auch durch die Digitalisierung, was auf einen sehr großen Anlagenotstand trifft. Und ich muss offen sagen, ich bin etwas skeptisch, ob diese Entscheidungen, die in diesem Anlagenotstand getroffen werden, wirklich nachhaltig die besten sind. Aber es sind natürlich erstmal vermeintlich einfache Lösungen. Also das Fazit zu Anleihen: Wir haben historisch einmalige Renditen, die größte Verzerrung aus unserer Perspektive in der Eurozone, also dem Markt, in dem sowohl Sie agieren, aber auch die Banken, wo sie ihr Geld als Einlage auf dem Konto parken, wo sie natürlich auch über ihre Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke hier sehr, sehr stark aktiv sind. Ja, man muss ganz klar sagen, bei Anleihen wird typischerweise maximal die Rendite verdient, die beim Kauf draufsteht. Das heißt, die alten Anleihen mit einem höheren Zins, die noch entsprechende Kursgewinne haben. Diese Kursgewinne werden sich bis zur Fälligkeit in Luft auflösen und das natürlich auch Performance-Problem für anleihelastige Strategien. Aber insgesamt führen natürlich diese niedrigen Renditen dazu, dass die Ertragserwartungen für die Zukunft sehr, sehr niedrig sind. Und das erklärt auch eben die genannten Ausweichreaktionen auf privater wie institutioneller Seite. Wer nun meint, er ist besonders clever und sagt, ey, das ist doch kein Problem, dann kaufe ich mir einfach eine US-Dollar-Staatsanleihe, die bringt eine bedeutend bessere Rendite. Da muss man sagen, wenn es so simpel wäre, dann wäre es ja schön, aber natürlich ist das nicht so, weil typischerweise, wenn Sie in fremde Währungen investieren, dann haben Sie ein Währungsrisiko eben zwischen diesen beiden Währungsräumen zu tragen. Und wenn Sie dieses Währungsrisiko ausschalten möchten, weil Sie ja eigentlich nur diese Zinsdifferenz verdienen wollen, dann haben Sie Kosten für diese Währungsabsicherung und diese Währungsabsicherung, die egalisiert fast komplett diesen Zinsvorsprung. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Auch bei professionellen Anlegern haben wir es schon erlebt, dass die gesagt haben, naja, Währungsabsicherung kostet doch nur 3 Basispunkte, also 0,03%. Auch da war es dann notwendig, nochmal in die Tiefe zu gehen und dann festzustellen, dass diese genannten 0,03%, das sind die Kosten für die technische Umsetzung der Währungsabsicherung. Aber was immer zu tragen ist, ist eben die Zinsdifferenz. Und da können Sie immer auf die Zinsdifferenz auf 3-Monats-Basis schauen, zum Beispiel zwischen Euro und US-Dollar. Und dann können Sie relativ schnell feststellen, welche Absicherungskosten zu tragen sind. Die tragen Sie übrigens natürlich auch wenn Sie Edelmetallprodukte kaufen mit einer Währungsabsicherung, die tragen Sie, wenn Sie Rohstoffprodukte kaufen mit einer Währungsabsicherung, die tragen Sie, wenn Sie Aktienfonds mit einer globalen Perspektive haben, die für Euroanleger konzipiert sind und die bewusst die Fremdwährung hier entsprechend absichern. Also das sind so implizite Kosten, die sehen Sie nicht direkt. Und auch wieder hier der Punkt, aus unserer Perspektive macht es Sinn, das auf der Anlegerebene und nicht auf der Produktebene zu steuern, weil man dann eben ganz genau entscheiden kann, wo will ich welche Fremdwährungsrisiken eingehen, weil ja auch Chancen damit verbunden sind. Eben, das ist da doch effizienter. Was mir nicht gefällt, da bin ich auch ganz offen, ist der Begriff Anleiheblase, weil der Begriff Anleiheblase bei Anlegern Assoziationen weckt, die typischerweise mit dem Platzen der Internetblase verbunden sind. Sie wissen, der neue Markt ist damals implodiert. Ich glaube, 90, 95% gefallen. Die US-Technologiebörse ist damals brutal gefallen. Oder auch die Rohstoffblase, die wir hatten, als dann Rohöl von 150 auf 20 gefallen ist. Hier muss man sagen, Anleihen haben einfach eine andere Mechanik. Bei einer Anleihe bekommen Sie, sofern Sie kein Kreditereignis haben, und das wage ich bei einer deutschen wie auch einer US-Staatsanleihe doch auszuschließen, dann bekommen Sie immer Ihr Geld zurück. Also wenn Sie heute eine 2-jährige deutsche Anleihe kaufen, dann ist sie natürlich brutal teuer und deswegen haben Sie eine negative Rendite. Dennoch ist es so, Sie kriegen das Geld in 2 Jahren zurück und Sie wissen Ihren maximalen Verlust. Und das gilt natürlich nicht für Aktien oder für Rohstoffe. Da wissen Sie erstens nicht, wie lange es dauert, bis Sie wieder auf dem alten Niveau sind. Sie wissen nicht, wie weit es runtergeht. Das können Sie alles nicht sagen. Und dementsprechend sollte man die Begriffe doch nicht analog verwenden. Eine Blase bei Aktien ist was ganz anderes in Sachen Schwankungsbreite und Vorhersehbarkeit als eine Überbewertung, die wir vielleicht auch in Segmenten des Anleihenmarktes haben. Dennoch, Anleihen hoher Qualität und kurzer Laufzeit sind ein elementarer Baustein. Warum? Irgendwo muss das Geld ja hin. Sie brauchen Vermögenswerte, die ein Stabilisator sind für die wachstumsorientierten Vermögensklassen.
Und man kann auch tendenziell ab einem gewissen Volumen nicht alles auf der Bank liegen lassen und das Emittentenrisiko der Bank zu tragen, respektive hier sich rein auf die Einlagensicherung zu verlassen. Dementsprechend Anleihen hoher Qualität und kurzer Laufzeit gehören ins Portfolio mit rein. Vor allem gilt für die zinsfokussierten Anleger, nicht in einen Anlagenotstand drängen lassen. Man arbeitet heutzutage gerne mit Nachranganleihen oder sonstigen Thematiken, wo man doch schon hinterfragen muss, ob der Risikoaufschlag, der hier drin steckt, noch das reflektiert, was vielleicht an Risiko momentan in der Vermögensklasse drin steckt, oder ob hier nicht die Kombination aus, ja, kurzlaufenden, sicheren Anleihen mit echten wachstumsorientierten Vermögenswerten wie Aktien, ne, dann doch sinnvoller wäre. Inflation, Status und Erwartungen, was Sie hier sehen in Rot, das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Sie sehen im ja, diesem helleren Blau dargestellt, die Inflationsrate, die das Ziel erreicht hat für Deutschland, dann wieder abgeprallt, das letzte Wert 1,5%. Aber was viel wichtiger ist, worauf auch die Europäische Zentralbank schaut, das ist hier die Kerninflationsrate, also da wird die Energie, die Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak, die Komponenten werden rausgerechnet und da sieht man, okay, das ist nach unten ja, wieder abgewandert und auch die Europäische Zentralbank schaut stark auf die langfristigen kapitalmarktbasierten Inflationserwartungen, also die Inflationserwartungen in 5 Jahren für die nächsten 5 Jahre. Und da sehen Sie schon, okay, wir haben uns aus dieser disinflationären Komponente in 2016 hochgearbeitet. Dann hatten wir jetzt diesen Peak bei der Inflation, jetzt ging es im Endeffekt wieder nach unten und dementsprechend aus der Kombination aus aktuell niedriger Kerninflationsrate plus niedrigen Erwartungen für die zukünftige Inflationsrate plus die aktuellen möglichen Verwerfungen durch die Wahlen in der Eurozone ergibt sich ein Cocktail, der dazu führen wird, dass wir bei der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank keine wirklichen Änderungen erwarten sollten. Also das Thema sicherer Zins in Deutschland mit einem positiven Vorzeichen, das auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Also Fazit. Inflation hat den Zielwert temporär erreicht, aber es gibt keine Zinswende. Wir schauen auf die Kerninflationsrate und die langfristigen Inflationserwartungen. Und es könnte durchaus auch eine sinnvolle Argumentationskette sein, zu sagen, okay, wir haben in einem einheitlichen Währungsgefüge nicht mehr die Möglichkeit, dass einzelne Länder mit schwächerer Wettbewerbsfähigkeit ihre Wettbewerbsfähigkeit durch eine Abwertung ihrer Währung steigern. Das funktioniert eben mit einer Einheitswährung nicht mehr. Also könnte man noch argumentieren, okay, für Deutschland sind die Zinsen zu niedrig, für Italien sind sie vielleicht zu hoch. Dementsprechend würde man erwarten, dass wir in Deutschland, wo die Wirtschaft deutlich stärker in der Entwicklung sich darstellt, dass wir dort höhere Inflationsraten sehen. Höhere Inflationsraten führen auch irgendwann zu höheren Löhnen und diese höheren Löhne führen wiederum dazu, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit eben innerhalb der Eurozone anpasst und dann wäre eben der Preis, wäre eben in Deutschland eine höhere Inflationsrate im Vergleich eben zu anderen Ländern hier in der Eurozone. Und damit hätten wir auch eine entsprechende Anpassung auch wiederum der Wettbewerbsfähigkeit langfristig dargestellt. Und ich halte das für eine sehr, sehr sinnvolle Argumentationskette. Also, niedrige Zinsen bei medial dramatisch dargestellten Inflationsraten, die erhöhen natürlich den Druck auf den Sparer, auf den Anleger und die erhöhen das Risiko finanzieller Fehlentscheidungen. Aber Inflationsschutz ist natürlich möglich. Man kann inflationsgebundene Anleihen kaufen, man kann Aktien aus gewissen Sektoren kaufen, man kann über Rohstoffe nachdenken. Also es gibt einen relativ breiten Instrumentenmix, um das Thema steigende Inflation als Risiko abzufedern. Die Sinnhaftigkeit und der Mix dieser Instrumente, der hängt wiederum von der individuellen Vermögensstruktur ab. So, meine Damen und Herren, am Ende des Tages kommen wir also zu dem Schluss, es macht Sinn, seine Finanzentscheidungen zu professionalisieren. Sie sehen es hier mit der falschen Überschrift dargestellt. Am Ende des Tages müssen Sie viele Elemente berücksichtigen. Die Frage ist überhaupt, wie ist mein Status quo? Also sprich, wie sieht meine aktuelle Vermögensstruktur, wie sieht meine aktuelle Vermögenssituation überhaupt aus? Und da stellen wir fest, dass das schon viele vor große Probleme stellt, weil man eben in Verpackungen denkt wie Investmentfonds, Zertifikaten, Versicherungen, Versorgungswerke und ähnliches. Also da ist es wichtig, da muss man durchschauen. Also dieser Status quo in der Ermittlung, das ist ein wichtiges Thema. Dann muss man sich fragen, welche Rendite brauche ich überhaupt, um gewisse Lebensziele zu erreichen? Die gilt es zu definieren. Und dann kann man die eben abgleichen mit dem aktuellen Kapitalmarktumfeld, das man eben darstellen kann. Sie haben die Zinsen und die Renditen gesehen. Die Renditeerwartung für die Aktien
Aktienmärkte, die leiten sich langfristig relativ gut aus den zyklusgeglätteten Kursgewinnverhältnissen ab. Das kann man wiederum in Abgleich bringen mit der finanziellen Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal. Und in diesem ganzen Konglomerat muss man eben schauen, dass die bestehende Vermögensstruktur hier einen sinnvollen Mix ergibt. Und ich glaube, wenn man das tut, dann sind wir auch schon beim Thema, was wir am Ende für Sie tun können, nämlich genau das eben in aktivem Dialog und Unterstützung auch bei der Definition der finanziellen Ziele. Dann dieses Thema Erstellung und Analyse der Vermögensstruktur unter verschiedenen Blickwinkeln und Dimensionen. Da kommen oft große Überraschungen zum Tragen, aber das ist wirklich hier elementar, weil wenn Sie Fragen beantworten wollen, wie sich Ihr Vermögen bei einer steigenden Inflation oder anhaltend niedrigen Zinsen verhält oder wie Ihre Vermögensstruktur auf steigende oder fallende Aktienmärkte reagiert, dann können Sie das in der Gänze nur darstellen, wenn Sie eben entsprechend die Vermögensstruktur überhaupt unter verschiedenen Dimensionen betrachten. Dann kann man die Anlagestrategie individuell herleiten, das haben Sie eben gesehen, und dann stellt sich eben die Frage, wie setze ich das kosteneffizient und auch bankenunabhängig um, und gerade dieses Thema Umsetzung der Anlagestrategie, da haben Sie heute ein sehr, sehr großes Potenzial, weil in vielen Fällen die Produktkosten und auch die Produktvielfalt in den letzten 10 Jahren deutlich zurückgekommen sind. Und wenn man das dann auch entschieden hat, wie es umgesetzt wird, dann stellt sich die Frage, wie setze ich es um? Gibt es steuerliche und rechtliche Aspekte, die hier zu berücksichtigen sind? Gerade mit steigender Vermögenshöhe ist eigentlich der Hebel bei diesem Punkt hier deutlich größer als nur in der Anpassung der Anlagestrategie. Und das gilt es dann natürlich hier regelmäßig hier eben abzugleichen, damit das Ganze auch en jour bleibt. Aber das kennen Sie vom TÜV. Da fahren Sie eben auch alle 2 Jahre hin und nicht nur alle 10 Jahre mal. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und beende jetzt die Aufzeichnung, sodass wir dann noch Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu behandeln. Sie können diese entsprechend hier über die Fragenfunktion stellen. Diese Fragen sind natürlich anonym. Ich werde sie jeweils vorlesen, sodass Sie nicht das Risiko haben, dass hier irgendwelche Datenschutzthemen relevant werden. Ansonsten danke ich allen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.